Freunde der schlechten Unterhaltung, ich muss euch leider mitteilen, dass ich das Star Trek Online Let's Play mit diesem heutigen Tag leider einstelle. Ich werde auch alle anderen einstellen. Ich habe dich noch so voll von der Technik, habe dich noch so voll von Bilder hochladen, habe dich noch so voll von irgendwelchen Scheiße schreiben und irgendwelchen Blödsinn zu quatschen. Ja, dann bis dahin, macht's gut. Nein, Quatsch, meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Star Trek Online, das Romulanische Imperium. Mein Name ist Steffen, dein Moderator von FreeLP. Nein, das ist nur Blödsinn gewesen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Alles gut, alles gut. So. Wir machen das schon so, dass es geht. Jetzt noch schnell einen Schluck Kaffee. Der muss nämlich Sinn. So, wie gesagt, wir sind hier an dieser Stelle stehen geblieben. Und, ja. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt aufgehört, weil es ziemlich buggy war. Deswegen machen wir das Ganze einfach normal, um zu schießen. So, gut, alles klar. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für den Applaus. Wäre doch nicht nötig gewesen. Danke, danke. Nun steckt die Knarre weg. Geht doch. So, wir sollen nämlich einen Tag auf der Farm diese Mission erfüllen und deswegen begeben wir uns direkt einmal auf den Weg dorthin. Wie ich gerade mitbekommen habe ich kleine Mikro-Bugs. Okay. Ja, die lassen sich nun mal leider nicht vermeiden. Ach ja, wie gesagt, die liebe Technik. Ich hoffe, dass es jetzt hier wenigstens reibungslos funktioniert. Finally, I mean, which message do you... Ah, never mind that. It's chaos here. I need some help. Excellent. The broken pipes are obvious. Hui. Sollte ich nicht... Sag mal, Leute, haben die das jetzt auch neu gemacht? Nee, ne? Nee, das ist so geblieben. Ich dachte nämlich schon. Okay. Genau, du ernte mal da weiter ab. Ui. Voll daneben. Eck- und Strahlenwaffen. Genau. Hau ab. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? So, dann werden wir mal hier den Klempner spielen. Nicht. Nicht. Ein noch. Und dann, ja, dann haben wir es geschafft. Ja. Arsch, weg mit dir. Weg! Genau! Die Hand. Ein bisschen. Entschuldigung, da habe ich einen kleinen. Habe ich ein bisschen Luft im Bauch gehabt. Ups, habe ich das jetzt laut gesagt? Naja. Ich bin ein Mensch wie du. Dem rutscht sowas schon mal. Einfach mal aus dem Mund. Kann ja mal passieren, oder? The flooding has stopped, but if those Kellids come... Good idea. Talk. Get ready to the next mission. Ein Tag auf der Farm. Sprechen Sie mit Nivalis. Okay. Machen wir doch glatt. Bis jetzt, Holz. Läuft. Was bist du für einer? Na gut. Na toll. Bleib doch mal stehen. Ich wollte doch nur ein bisschen Gemüse. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Just in time. Did you talk with Avarak? He said that I'm what?
Lazy? The Kellids are going crazy. I've been working all day to keep them out of the residential areas. This. Auf geht's! Hau sie weg! Hey, friss! Laserstrahl! Arschgesicht! Ja, da guckst du blöd, wa? Haha! Ui! Oh oh. Ach, ich muss mich hier durchschießen. Dann sag mir das doch. Ich dachte, ich soll die kalt machen. Daneben. Ich hasse diese Waffen. Ach du Scheiße. Wie jetzt? Muss ich mich doch bloß durchschießen, okay? Mach mal was. Du hast eine große Bum-Bum, ich hab nur ein kleines Bum-Bum. Steck mal das Ding. Mach mal so. Ich komme mir gerade vor wie Man in Black. Will Smith, der hat die kleine Waffe. This metal has some kind of fungus growing on it that's similar to the spores we found on some of the Kellid carapaces. It might explain their behavior, but you're right. The source of the infection could be somewhere inside the cavern. Head over. Also heißt es, auf geht's. Jetzt müssen wir wirklich da durch. Genau, zwei Schritte vor, drei zurück. Nicht dein Ernst. Liebe Freunde, ich würde vorschlagen, ich würde euch das jetzt hier ersparen. Ich laufe durch. Obwohl, den großen hatte ich noch nicht. Okay, das war eine doofe Idee. Hat ich mir hier eigentlich schon den Hut eingestellt? Nee, noch nicht. Eigentlich doch, ja. Ach komm, wir laufen rückwärts und holen uns dabei hin. Ab. Voll korrekt gezielt. Voll woanders hingeschaut, aber korrekt gezielt, okay. Bahn frei. Ich muss hier durch. Oh Mann. Angst. Jetzt bleib hier. Hör auf da. Voll korrekt gezielt, gar nicht getroffen. Dein Ernst? Was freue ich mich schon auf die Automatikwaffen? Genau! Seien die Viecher sich einfach ab. Hier noch ein Insektenspray. Sollte es wirklich so sein, dass ich, was ist denn hier los? Sollte es wirklich so sein, dass, ich da Probleme mit dem Klingonischen, Reich habe, was, die Aufnahme angeht. Ich werde mir das jetzt noch ein paar Folgen anschauen. Sollte es, wie gesagt, sein, dass, das gar nicht mehr funktioniert, dass es genauso buggy ist wie im Vorfeld, werde ich es erstmal einstellen, bis das Ganze gepatcht wird. Vielleicht liegt es auch heute daran, weil heute werden auch noch Serverarbeiten ab 16 Uhr sein. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute Vormittag noch schnell die Folgen für den Star Trek Day aufzunehmen. Doof ist, dass halt, wie gesagt, das Klingonische Reich, ich musste die Aufnahmen, ich wollte auch drei Folgen davon rausbringen. Aber irgendwie, irgendwie ist es so buggy, so strange alles in letzter Zeit, dass ich wahrscheinlich das LP von die Klingonen erstmal einstelle. Bis.
Entschuldigung, da ist der Server wieder abgeschmiert. So, ist rechts, aber ich will aber vorwärts hier. Dann sitze ich hier die ganze Folge an dieser Stelle fest. Hau ab, Spinner. Und das? Oh. Etwas Größeres? Genau, die ganze Zeit hältst du still und jetzt auf einmal, ne? Boom! Einer weniger. Akku leer. Strange machine and some weird drone things? I took a look at those biological. So, mit O. Wir haben das Gerät ausgeschaltet. Wir haben die Farm wieder repariert. Wir haben das Ganze ohne große Bugs durchführen können. Das ist doch gut. Jetzt sollen wir mit dem hier quatschen. What do you need with an old space hound like me? I have an idea of what this might be. Of course. Go forth and analyze. I've only seen, we didn't know what to believe. But that's what my commander believed. We stayed in orbit for a few days, but the Alachi never, that's right. He's the man in charge, so he needs to know. I'd be surprised if he doesn't want to send someone down there to analyze that beacon. Could be. Wie gesagt, wenn du es dir unbedingt durchlesen möchtest, möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass du an dieser Stelle einmal Pause drückst, um ganz einfach um das Ganze einfach in Ruhe lesen zu können, weil wie gesagt, ich lese das ganz kurz nur so für mich durch, hier einmal über den Tisch, zack. So, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich dafür, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen da. Wenn du aber irgendwas auszusetzen hast, was meine Moderation angeht, was das Rendern angeht oder sonst irgendwas, ich bin ein Neuanfänger und der Kanal FreeLP ist auch noch ganz jung. Gib mir deine Meinung. Ich würde mich freuen, wenn du Anregungen hast. Bitte beachte aber, dass dieser Kanal mit Regeln gesetzt sind. Und ich bitte auch dich, diese zu respektieren. Und bis dahin wünsche ich dir noch ein angenehmes Tag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin sagt euer Steffen. Ciao mit V.